Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, warum der Bitcoin das tut, was er eben tut. Viel Spaß beim Schauen. Es gibt immer noch einige Missverständnisse. Teilweise können es manche Leute auch nicht verstehen, was das Ganze genau ist, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen möchte ich das Ganze so schnell und so einfach es geht erklären. Es wird sehr viele Leute geben, die das grob verstehen, aber ich behaupte mal, es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben, weil natürlich auch meine Meinung, meine Prognose und vieles mehr mit einfließt. Und ich freue mich in den Kommentaren über deine Meinung und auch deine Prognose. Kurz ausgeholt, du kennst Aktien, du kennst wahrscheinlich auch die Fonds, die durch Menschen gemanagt werden und ETFs, der Abgleich, der sozusagen mit PCs irgendwie gemanagt wird. Soweit, so gut. Und jetzt soll es eben auch einen Bitcoin-ETF geben. Das heißt, in einem ETF wird der Bitcoin mit dabei sein, was ja prinzipiell eine coole Geschichte ist. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat so ein ETF mit einem Bitcoin an sich zu tun und warum geht der Bitcoin-Chart hoch? Du hast es mitbekommen, sehr viele Firmen, wie zum Beispiel auch BlackRock, möchten ja so einen ETF anbieten, haben aber aktuell noch Probleme mit der SEC, um das Ganze genehmigt zu bekommen, um das Ganze anbieten zu können. Nichtsdestotrotz laufen im Hintergrund die ganzen Vorbereitungen und um so einen ETF anbieten zu können, benötigt man natürlich auch diesen Bitcoin, weil ohne den Bitcoin gibt es den ETF nicht, weil man den Bitcoin besitzen muss, wenn man den ETF anbieten möchte. Also ziemlich einfach, der ETF mit Bitcoin ist mit Bitcoin gedeckt. Ganz klar, ganz logisch, sinnvoll und wertvoll. Dementsprechend muss die Firma natürlich auch Bitcoins kaufen. Sie weiß natürlich nicht, wie das Ganze auf dem Markt angenommen wird, ob überhaupt, und muss dementsprechend mit ihrem Risikomanagement entscheiden, wie viele Bitcoins sie einkaufen. Und deswegen haben wir in der letzten Zeit immer mehr gesehen, dass der Bitcoin-Chart langsam aber sicher nach oben geht. Vor 2-3 Tagen kam dann eine sehr interessante News, und zwar konnte man in einem Ticker, der dann eben anzeigt, was bald an ETFs rauskommen wird, iBTC sehen. Und zwar den Bitcoin-ETF von iShares. Und das hat natürlich nochmal bei sehr vielen Leuten die FOMO ausgelöst. Ich behaupte auch, immer mehr Firmen haben auch eingekauft, weil sie sich gedacht haben, okay, eventuell ist BlackRock schon einen Schritt weiter, dass sie den ETF genehmigt bekommen. Wie dem auch sei, so schön die Nachricht auch war, sie verschwand dann auch wieder aus dem Ticker. Das heißt, entweder die SEC hat bei denen angerufen und gesagt, hey Leute, es ist noch nicht so weit, verbreitet keinen Mist, es muss erstmal geklärt werden, oder sie haben das Ganze nur angetestet, angemeldet, wie auch immer, und haben das Ganze nur versehentlich geleakt. Und als es dann ersichtlich war, haben sie es dann auch wieder rausgenommen. Vielleicht war das auch ein absichtlicher, unabsichtlicher Test, um zu sehen, wie der Markt reagiert. Aber das Ganze sind natürlich Spekulationen. Am Ende des Tages ist klar, dass wir einen Bitcoin-ETF sehen werden. Natürlich nicht nur von einer Firma, von mehreren Firmen und wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr. Ob es im November und Dezember klappt, weiß man natürlich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es doch sehr zeitnah passieren wird, weil sehr viel im Hintergrund läuft und immer mehr große Firmen der SEC auch Druck machen. Wo wir beim Thema SEC sind, Gary Gensler trifft sich mit seinem Kreis heute am 25. auch nochmal und wird drüber diskutieren. Und eine Dame hat in einem Fernsehinterview auch berichtet, dass ihrer Meinung nach nichts dagegen spricht und sie diesen Bitcoin-ETF auch schon vor Jahren genehmigt hätte, weil sie das Ganze als gut beachtet. Soweit, so gut. Wir haben also ziemlich viele positive News. Das Ganze entwickelt sich sehr offensichtlich in diese ETF-Richtung und ermöglicht auch Laien und Leuten, die sich damit nicht großartig beschäftigen, in den Bitcoin zu investieren und das Ganze auf sichere Art und Weise, weil dir die Bitcoins einfach nicht geklaut werden können, du kannst die Schlüssel nicht verlieren und so weiter und so fort. Also an sich eine coole Sache. Je mehr Akzeptanz er auf dem Markt bekommt, desto besser natürlich auch für die Langzeitanleger, die schon vor langer Zeit hier investiert haben und zu guten Preisen Schnäppchen geschossen haben. Soweit, so gut. Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, was passiert, wenn eines Tages der Bitcoin-ETF erscheint. Das kann dir natürlich keiner beantworten. Wie gesagt, das Ganze ist auch keine Anlageberatung oder sonst irgendwas, aber ich behaupte mal, dass es dann erst einmal hochgeht. Ich tippe auf 40.000 bis 45.000. Wenn hier wirklich FOMO eskaliert, dann vielleicht sogar die 50.000. Ob wir das All-Time-High brechen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann sehr schnell wieder in eine Korrektur geraten, weil sehr viele Leute sich zwischen 15.000 und 30.000 mit Bitcoin eingedeckt haben und dann natürlich bei der fast Verdopplung von ihrem Portfolio verkaufen werden. Einerseits, weil man gute Gewinne einfahren kann, auf der anderen Seite müssen auch die ein oder andere
anderen verkaufen, weil das Geld eben begrenzt. Ob man jetzt einkaufen sollte, ist natürlich schwer zu beantworten, denn wie du siehst, es ist aktuell ziemlich heiß auf dem Markt und es ist meiner Meinung nach der Zug fast schon abgefahren. Wenn du hingehst und sagst, ich kaufe sowieso jede Woche für einen beliebigen Betrag ein, dann kannst du das Ganze weitermachen. Ich behaupte, in 10 Jahren ist es definitiv ein guter Preis gewesen, aber auf kurze Sicht kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das nicht überteuert gekauft ist. Das kann dir aber keiner sagen, weil keiner eine Glaskugel hat und du musst da auch einfach auf dein Bauchgefühl hören. Lass dich aber definitiv nicht von der FOMO mitreißen, nur weil es jetzt aktuell hoch. Wir haben es auch erst bei der SEC gegen Ripple gesehen. Ripple hat ja so mehr oder weniger schon mal gewonnen, beziehungsweise einen Teilsieg eingefahren. Sehr viele haben gesagt, jetzt geht's mit Ripple hoch und siehe da, es ist nicht wirklich viel passiert. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt aktuell laut Charts auch sehr viele neue Wallets mit sehr vielen Bitcoins, was meiner Meinung nach darauf schlussfolgern lässt, dass das aus Gebieten kommt, wo aktuell Konflikte bestehen und man sich so einfach schützen möchte, weil der Bitcoin natürlich dezentral ist. Du kannst jederzeit verreisen, hast das Geld sozusagen dabei, ohne dass du auf irgendeine Bank musst oder eben auch die Gefahr läufst, dass das Geld sichergestellt wird oder du auf der Bank nichts mehr auszahlen kannst. Und somit könnte ich mir vorstellen, dass natürlich auch hier nochmal das Kaufinteresse höher ist und alles in allem natürlich hier diesen schönen Bullrun herausgerufen hat. Ob das Ganze jetzt noch weitergeht, wie das Ganze weitergeht, das bleibt abzuwarten. Es ist meiner Meinung nach aber aktuell ziemlich interessant, ziemlich heiß und das Ganze müssen wir jetzt beobachten und ich bin wirklich gespannt, wann hier diese Bitcoin-ETFs erscheinen, was dann der neue Kurs sein wird und wie lange dieser sich halten wird. Nächstes Jahr erwarten wir auch nochmal das Halving, wovon sich sehr viele natürlich auch sehr viel versprechen, wobei das Ganze auch sehr interessant werden kann. An der Stelle deine Meinung, deine Prognose natürlich gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.